Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem niegelnagelneuen Let's Play. Und dieses Let's Play heißt Murdered Soul Suspect. Ich möchte überhaupt nicht viel vorher verraten. Taucht mit mir in die Geschichte ein, erlebt die Geschichte. Sie kommt aus dem Hause Square Enix. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Spiel gefunden habe. Und ich freue mich wahnsinnig, es mit euch zu Let's Playen. Und ich sag nur ein einziges von weg. SPD heißt in diesem Fall Salem Police Department. In diesem Sinne, viel Spaß, euer Sonki. Serienmörder terrorisiert die verschlafenen Straßen Salem. Dieses Bild einer Glocke, eine Visitenkarte, deren Bedeutung sich die Polizei die Bedeutung des Glockensymbols bleibt ebenfalls ein Rätsel. Die Sprecher des Salem Police Department drückte uns... Jede, der über Hinweise verfügt, wird gebeten, die anonyme Polizeihotline anzurufen. Diese primitive Zeichnung einer Glocke wurde in den letzten Wochen an Tatorten... Es gibt keine Verbindung zwischen den Opfern. Was ist also die Bedeutung einer Glocke? Das heißt, es gibt keine Hinweise? Keinerlei Hinweise? Wenn du auf der Straße aufwächst, glaubst du, du seist unbesiegbar. Nichts kann dir was anhaben. Du verlierst nie wirklich. Dann willst du nur einen Spinner verhaften und stellst fest, dass du gar nicht so unbesiegbar bist. Was ist denn Ronan für ein Name? Das Kind hat mein Portemonnaie geklaut! Jetzt ist es offiziell. Das tut weh! Wer mein Auto klaut, der bezahlt dafür. Connor, wir verhaften Sie wegen des Angriffs auf Vincent Coulthier. Schuldig befunden des zweifachen Autodiebstahls. Angeklagt des Einbruchs, des schweren Diebstahls und des Angriffs mit einer Waffe. Lass mich das machen. Ich habe meine Schwester ja nicht irgendeinen Penner heiraten lassen. Ich will. Natürlich will ich. Nein. Nein, Julia. Bleib bei mir, hörst du? Julia. Nein, bleib bei mir. Bleib bei mir. Deine Familie hat sich mit ihren Verbrechen geschmückt. Und jetzt glaubst du, dein neues Abzeichen macht alles wieder gut? Schissener Krimineller! Mach mal halblang, Mann. Okay? Verflucht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, du bist lebensmüde. Den du aus dem Fenster wirfst, wird dich jagen und dir in den Arsch treten. Was für eine Einführungsgeschichte. Und ich finde gerade diese Tattoos, die dieser Ronan trägt, die erzählen ja sein ganzes Leben so. Vom bösen Stiefkind, was auf der Straße aufgewachsen ist, hin zum Cop. Und jetzt wollen wir den Mörder erledigen, beziehungsweise den Täter erstmal, der uns da aus dem Fenster geworfen hat. Wir begeben uns direkt ins Haus. Okay, wir humpeln direkt ins Haus. Na komm schon. Und wir öffnen die Tür. Verdammt
abgeschlossen. WASD, um nach der Tür zu greifen. Die Tür ist doch da. Ah. Und öffnen mit E. Der Griff bewegt sich nicht mal, er klemmt. Oh. Aufgepasst, Lady. Nein, nein, nein! Ich lebe noch. Ich habe noch eine Chance. Wenn ich in meinen Körper zurückkehre, dann vielleicht wache ich ja auf. Da kommt noch ein Stück. So drehen wir. Ich habe es wie gesagt vorher noch nicht gestartet. Wir machen das jetzt einfach mal. Aber super interessant. Komm schon. Und der Kopf noch. Wir neigen ihn zurück. Stück, so leichte Drehung und jetzt runter damit. Jawohl. Das müsste es doch schon fast gewesen sein. Na komm schon. Komm schon. Jemand muss das Glas splittern gehört haben. Sieben Schüsse. Und jetzt kommt das, wovor wir alle richtig viel Angst haben. Da schließe ich mich auch absolut mit ein. Was passiert mit uns, wenn wir diese Welt verlassen? Oder verlassen müssten, aber eigentlich gar nicht gehen können. Komm zurück! Komm sofort zurück! Neues Ziel, gehe auf das Licht. Und bevor ich auf das Licht gehe, noch als kleine Gedankenstütze, ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber dieser berühmte Tunnel, der immer beschrieben worden ist, und an dem ich auch damals meine ganze Hoffnung geklammert habe, schaut mal, da steigen die Seelen auf. Oh, da kriege ich eine Gänsehaut. Diese ganze Geschichte, ist dann leider biologisch erklärt worden, dass wenn man stirbt, als letztes der Sehnerv stirbt und dadurch sich das Blickfeld einengt und man einen Tunnel sieht. Was jetzt wirklich dabei ist und wie wir alle wirklich mal sterben werden und ob es danach weitergeht, müssen wir offen lassen. Ich denke, es gibt parapsychologische Phänomene. Ich denke, es gibt auch
zu einem gewissen Grad Geister, vielleicht heißen sie auch nicht Geister, aber kommt mit auf eine Reise durch die Fantasie mit mir, mit Ronan, und wir gehen ins Licht. Ich habe mal so einen schönen Spruch gelesen, dass entweder in dem Tunnel, wo das Licht hereinstrahlt, am Ende wirklich Erlösung wartet, oder halt ein Idiot mit einer Taschenlampe. Und mit diesen Worten gehen wir mit Ronan zusammen und euch ins Licht. Ronan. Julia. Ich kann nicht glauben, dass ich dich gefunden habe. Oh mein Gott. Julia. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Du siehst gut aus. Tja, geht so. Ja. Gott, habe ich dich vermisst. Ich würde alles geben, dort bei dir zu sein. Wieder mit dir zusammen zu sein. Aber... Was? Nein. Oh nein, 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 nicht schon wieder, nicht du. Wenn du nicht hier bist, wo dann? Auf der anderen Seite der Brücke. Brücke? Was? Welche Brücke? Bist jetzt in einem Gefängnis. Oder auf einer Brücke. Kommt darauf an, wie du es siehst. Jedenfalls bist du dort nicht sicher. Hörst du mich? Wir müssen dich über die Brücke bringen. Du musst weiterziehen. Weiterziehen? Dahin, wo du bist? Sorg dich nicht um mich. Etwas in deinem Leben ist noch nicht abgeschlossen. Wir haben nicht viel Zeit. Denk nach. Was in deinem Leben ist ungeklärt? Ich weiß es nicht. Finde es raus. Jetzt geh. Nein, Julia, beim letzten Mal war ich am Boden zerstört. Bitte verlass mich nicht nochmal. Wir sehen uns wieder, Liebste. Aber jetzt rette dich selbst. Nein. Julia, Julia! Geh nicht, Julia! Verdammt! Hallo? Da liegt ein Mann auf der Straße vor den Regal Apartments. Er wurde angeschossen. Schicken Sie einen Krankenwagen. Er atmet nicht. Mein Freund sagt, er atmet nicht. Ich fühle keinen Puls. Hier ist überall zerbrochenes Glas und jede Menge Blut. Mann. Das ist übel. Ja, ich bleib in der Leitung, bis Hilfe kommt. Naja, jede Menge Blut. Vor allem das Gute ist, wenn man sich so diese ganze Straße und so die ganze Zeit angeschaut hat, hat man eigentlich gedacht, das spielt in einer älteren Zeit. Aber schaut euch mal den jungen Mann an, mit seinem Kapuzenpulli, mit dem wir gleich reden oder zu reden versuchen. Und es laufen so ein bisschen die Zeiten durcheinander. Aber ich will nichts vorgreifen. Sprechen wir einfach mal mit dem Finder unserer Leiche. Hey Mann, kannst du mich hören? Keine Antwort. Sieh da, bitte! Und auch sie gibt uns keine Antwort. Verdammt! Hey, du! Hey, hörst du mich? Komm zurück! Neues Ziel. Kommt sofort. Folge dem Geistermädchen. Das werden wir jetzt auch tun. Toten gesehen. Aber vorher schauen wir uns mal ganz kurz hier um. Oh, können wir denn überhaupt nichts tun? Farmers Market. Ein Krankenwagen wird bald hier sein. Hoffe ich. Hey, kannst du mich hören? Das Licht oben strahlt aus dem Fenster hier raus. Aber wir folgen... Die erste Hilfe. Na Junge, das hast du aber in der Schule gelernt. Wir folgen erstmal dem Mädchen. Oh Gott. Er ist ein Cop. Oder wollen wir erstmal zuhören, was da noch passiert? Sie sagen, Sie sind unterwegs. Okay, dann folgen wir mal dem Mädchen in dieses geheimnisvolle Tor. Und ich habe mich natürlich ein bisschen vorinformiert über dieses Spiel. Aber... ich möchte euch nicht am Anfang zu viel verraten. Schauen wir es uns einfach mal an und schauen einfach mal, was passiert. Da ist das Mädchen.
Und es geht einfach so durch den Zaun hindurch. Und genau das versuchen wir auch. Wir können also durch Wände gehen und hinterlassen eine Aura, die man sehr schön erkennen kann. Ich finde dieses Spiel so faszinierend, ich kann mir nicht helfen. Hier kommen wir nicht durch. Warum wir nicht durchkommen, das alles werden wir natürlich erfahren. Und wir sehen zum einen die ganz normale Häuserwand und zum anderen alles mit diesem merkwürdigen Schleier. Und wir folgen dem Mädchen, das sich dadurch gebeamt hat, irgendwie. Und mal schauen, was es uns zu sagen hat. This way to street. Oh, sehr schön. Und auch hier nochmal der Vergleich. Dieses merkwürdige, in Aura gehaltene Wägelchen passt ja auch gar nicht in die Zeit. Kommen wir gar nicht durch. Aber hier können wir problemlos durchlaufen. Und kommen... Oha, diese Lichteffekte. Gänsehaut. Hey, warum bist du weggerannt? Es wird langweilig, den neuen Ratschläge zu geben. Nimm's nicht persönlich. Durch Wände rennen, Dinger schallen lassen, sieht aus, als wärst du schon eine Weile hier. Du musst wissen, wie dieser Ort funktioniert. Funktioniert? Dieser Ort ist nicht schwer zu verstehen. Wenn du deine Gaben erkennst, wirst du hier nicht lange festsitzen müssen. Und jetzt haben wir die Auswahl mit, was meinst du mit Gaben oder wie konnte ich hier eingeschlossen werden? Wir fragen erstmal, wie wir hier eingeschlossen werden konnten. Wer bist du? Du scheinst schon eine Weile hier zu sein. Ich? Ich bin bloß jemand wie du. Aber bedenke meine Worte, das hier ist kein Spielplatz. Du kannst dir deine Zukunft nehmen oder andere tun es für dich. Dann fragen wir, wie man die Zukunft nehmen kann. Ich dachte, du wolltest mich was fragen. Ja, ja. Tut mir leid. Ich verstehe nicht, wovon du sprichst. Wie kann ich mir meine eigene Zukunft nehmen? Du bist hier, um etwas zu klären. Klärst du es nicht, kannst du nicht weg. Keine Sorge, das passiert recht oft. Oft? Das ist verrückt. Fragen wir doch erstmal, was meinst du mit Gaben? Sei nicht schüchtern. Frag mich, was du willst. Ja, Mädel, ich muss doch erstmal überlegen, was ich dich als erstes frage, bevor du mir wieder abhaust. Was meinst du mit Gaben? Deine Stärken im Leben steigern sich im Tod. Hier werden sie zu Kräften. Einige Kräfte sind einzigartig, einige verbreitet. Besitz ergreifen, Leute beeinflussen, schwächere Geisterobjekte so manipulieren, dass sie erscheinen oder verschwinden. Stärken werden zu Kräften. Hm. Ist eine sehr interessante These. Stärken werden zu Kräften. Deine Stärken im Leben... Was ist los? Werden der Zwischenwelt zu Kräften. Och Mäuschen, ich muss erstmal über deine Worte nachdenken. Das ist alles so faszinierend für mich. Und ich möchte auch durch dieses Spiel nicht durch... Ja, ich habe hier noch Zuschauer. Und ich möchte durch dieses Spiel nicht durchrushen, sondern ich möchte das wirklich alles durchgehen. Ja, ich wollte den Zuschauern noch was erklären. Das mache ich, wenn wir fertig sind. Warum kann ich nicht durch alles hindurch... Boah. Ja, warum kann ich nicht durch alles hindurchgehen? Mich hat gerade eine Tür getroffen, aber durch andere Sachen kann ich gehen. Was ist los mit diesem Ort? Ich dachte, ich kann durch alles laufen. Wir können keine Gebäude betreten, die von den Bewohnern Salems gesegnet wurden. Außer durch eine Öffnung. Eine offene Tür oder ein Fenster. Wenn wir aber einmal drin sind, halten uns Wände und Türen nicht mehr auf. Die Geisterobjekte, durch die wir nicht hindurch können, erkennst du an ihrem blauen Schein. Mit der Zeit wird dir alles logisch erscheinen. Okay, wer sind diese anderen? Was meinst du, andere können meine Zukunft stehlen? Dämonen. Sie waren einst wie wir, haben sich aber selbst verloren. Sie sind für immer hier gefangen und existieren ausschließlich, um jene zu verzehren, die hier verweilen. Solche wie uns. Verstanden. Naja, verstanden ist gut. Was also, muss ich herausfinden, wer mich umgebracht hat und ihn aufhalten. So komme ich hier weg.
Nun, viel Glück dabei. Und ich muss mich noch von Dämonen in Acht nehmen. Ich muss noch mehr wissen. Heilige Scheiße. Sei vorsichtig da draußen. Wer weiß, was hinter der nächsten Ecke lauert. Seltsam. Das Mädchen aber auch. Hat sie eigentlich uns ihren Namen gesagt? Nein, sie hat nur gesagt, sie ist eine von hier. Und sie gibt uns wieder Informationen. Und was ich halt vorhin sagen wollte, es ist ganz, ganz wichtig und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mich beim Ganzen ein bisschen begleitet. Mir Tipps gebt, mir Hinweise gebt, vielleicht eure Theorien mit in die Kommentare schreibt, dass das wirklich ein ganz, ganz interessantes Game wird. Und ich glaube, und ich bin mir sicher und ich weiß eigentlich schon mit Sicherheit, dass wir dieses Game auch bis zum Ende zusammen durchspielen werden, weil es ist so ein bisschen gestaltet wie ein Spielfilm. Wenn man sich mal diese Kulisse anschaut, der Entwickler hat hier wirklich sehr, sehr viel Liebe zum Detail gelassen. Da oben, das sieht aus, als würde das Gebäude brennen, wenn man sich das mal anschaut. Ich bin da einfach, also ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin komplett fasziniert. Auch die Idee, die dahinter steckt und Wahnsinn. Aber ich würde sagen, wir gehen mal wieder in Richtung Straße. Ich höre da nämlich einen Krankenwagen, den wir aber eigentlich nicht mehr brauchen können. This way to street. Hier kommen wir auch nicht rein. Obwohl sie ja gesagt hat, durch eine Tür oder offenes Fenster. Na gut. Okay, Loch in der Hauswand zählt jetzt nicht unbedingt als offenes Fenster, aber... Schauen wir mal wieder auf die Straße. Wir sind auch nicht gekleidet wie ein typischer Cop, sondern eher wie so wie ein Landstreicher. Aber wir sind ein Cop und wir haben irgendjemanden in das Haus verfolgt. Und der hat uns aus dem Fenster geworfen und anschließend mit 7 Schüssen hingerichtet. Das war der Hinrichtung, anders kann man das nicht nennen. Auch hier bleibt uns alles verschlossen. Da flog ein Zettel. Ja, wir haben keine Chance. Oh, haben wir doch. Also ein paar Kräfte haben wir noch. Hier war wohl mal ein Schlafstart. Man sieht auch, dass das hier niemals modern sein kann, sondern echt in die alte Zeit passt. Und dieses Salem ist ein ganz, ganz, ganz merkwürdiger Ort. Und wenn man sich das Intro richtig angeschaut hat, ich glaube, uns erwarten hier sehr, sehr viele Geheimnisse. Und wir werden sie gemeinsam erkunden. Und werden hier wirklich nicht durchrushen, sondern wie gesagt, Stück für Stück das ganze Game genießen. Witch Trails. At the Salem Museum of History. Sehr interessant. Ich mag ja alles, was mit Mystik und so zu tun hat. Und als ich dieses Spiel, das war so sonnenklar, dass ich es haben musste. Und gehen wir zurück in die Stadt. Ich will nicht so lange schwärmen, aber vielleicht könnt ihr das nachvollziehen. Vielleicht könnt ihr mit in dieses Flair eintauchen. Aber ich bin einfach nur fasziniert. Auf geht's. Die eigene Leiche auf der Straße liegen sehen. Es ist, als blicke man in einen Spiegel, den man nicht sehen will, aber man kann sich nicht abwenden. Und dann fällt einem auf, man weiß nicht, welches echt und welches das Spiegelbild ist. Großartige Idee, Baxter. Mit Beweisen herumhantieren. Verstärkung. Wer braucht Verstärkung? Hätte es nicht versuchen sollen, zu uns zu gehören. Mann! Du warst ein echt dämlicher Hurensohn. Sir? Hey, Baxter! Hey! Hey! Mach einfach weiter mit den Zeugenaussagen. Mach schon. Klar. Ich bin hier der Dumme. Das ist nicht Ihr Tatort, Lieutenant. Also, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und dann gehen Sie bitte. Ja. Es mag nicht mein Tatort sein. Aber es ist mein Fall.
Es wird morgen mein Fall sein und am Tag danach. Bis wir ihn erwischen. Das sollten Sie sich gut merken, Sergeant. Ich folge nur den Anweisungen des Captains. Sie kennen die Prozedur, wenn ein Familienmitglied... Gut, okay. Lassen Sie sich ruhig Zeit, Lieutenant. Ich weiß nicht, wie oft ich mir gewünscht habe, du wärst tot. Tu mir einen Gefallen, Conman. Sag Julia, dass ich sie vermisse. Das weiß sie, Rex. Das weiß sie. Ich muss die Fährte meines Mörders aufnehmen, bevor sie kalt wird. So, und bevor wir jetzt weitermachen, für alle, die das nicht verstanden haben, Rex ist natürlich der Schwager von Ronan, der dessen Schwester Julia geheiratet hat. Und Julia ist ja auch ums Leben gekommen, haben wir ja gesehen. Und deswegen hat er ja das jetzt gesagt. Ich muss ja alles untersuchen, um vielleicht etwas Neues herauszufinden. Ja, auf jeden Fall. Und damit werden wir mit den Untersuchungen beginnen. So ein bisschen was von CSI. Ich muss einen Blick in Stewarts Notizbuch werfen. Vielleicht wissen Sie schon was. Also haben Sie den Mann mit der Kapuze gesehen? Ja. Ich habe ihn gesehen. Er hat den Mann auf der Straße getötet. Das können wir nicht hören. Gut zu wissen, worüber Sie reden. Ich muss sehen, ob Sie Hinweise gefunden haben, die ich noch nicht kenne. Ja, man muss sich das jetzt mal vorstellen. Ne? Man kann ja nicht einfach hingehen und fragen und verhören. Man muss es irgendwie anders versuchen. Um eine Ermittlung abzuschließen, musst du erst nach Hinweisen suchen. Untersuche dafür verdächtige Objekte und interagiere mit relevanten Personen, indem du Besitzergreifenfähigkeit benutzt. Drücke Maustaste, um fortzufahren. Also ihr habt also die Möglichkeit, in die Person einzutauchen. Und wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt alles gleich an. So. Die Hinweise hier müssen etwas bedeuten. Okay, damit können wir zoomen. Und er hat natürlich als erstes gesagt, wir müssen 8 Hinweise finden, wie ihr da unten lesen könnt. Er hat als erstes gesagt, wir sollen Besitz ergreifen von dem Police Officer da hinten. Und das machen wir jetzt mal genau. Wir sind jetzt in ihm drin. Ich kann mich in ihm bewegen. Ich kann auch zoomen. Ne, kann ich nicht, aber mit T kann ich spähen. Das Spähen durch die Augen der Lebenden erlaubt dir, deine Ermittlung voranzutreiben, indem du die wichtigen Informationen auswählst, oder die wichtigsten. So, was haben wir denn hier stehen? Was hat er über meinen Mörder in Erfahrung gebracht? Forensik so schnell wie möglich zu Rex bringen? Mal. Mieter vermisst Cassandra Joy. Ne. Einzige Waffe am Tatort gehört Ronan. Und das ist auch die einzige Information, die mit unserem Tod unmittelbar zusammenhängt. Und damit ist das auch die wichtigste Information. Und die schauen wir uns an. Also haben Sie keine anderen Waffen am Tatort gefunden? Er hat mich mit meiner eigenen Waffe erschossen, weil er selbst keine dabei hatte. Welches ist die wichtigste Information? Das ist die wichtigste Information und darum wählen wir die aus. Und damit haben wir 1 von 8 Hinweisen gefunden und wir können den Officer wieder verlassen und gehen mal nach vorne und schauen mal, was die da zu reden haben, indem wir einfach von dem, nicht von Baxter, sondern von dem anderen Kollegen Besitz ergreifen. Und mit E können wir sie belauschen. Was für eine Nacht, Herr Robinson? Krass. Ronan, unfassbar. Ich versteh's nicht. Warum war er hier? Er war lebensmüde. Wir erhielten einen Anruf, der Glockenmörder sei in dem Gebäude. Ronan antwortet, wartet nicht auf Verstärkung. Und bevor er sich versieht, versucht der Glockenmörder, ihm das Fliegen beizubringen. Und dann bam, 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 bam. 7 in die Brust. Du weißt, nächste näher. Du weißt wirklich nicht, wann du aufhören solltest, oder? Hast du dir mal seine Tattoos angesehen? Diesen ganzen Unterweltscheiß? Er war mehr Krimineller als Gott.
Wer wie ein Dieb lebt, stirbt auch wie einer. Er war einer von uns, Arschloch. Oh, wie ich solche Leute hasse, die einfach immer mit ihren Vorurteilen leben müssen, nur weil er Tattoos hat und. Gott sei Dank ist diese Zeit so gut wie möglich vorbei. Jetzt werden wir mal von dem Besitz ergreifen, weil ich kann nicht ihm eine knallen oder so. Das wäre natürlich am besten. Bringt uns aber nichts. Deine Fähigkeit, eine Person richtig zu beeinflussen, hängt von den in der Ermittlung gefundenen Hinweisen ab. So, und da haben wir auch eine Zeugin. Und ich denke mal, wir versuchen mal in die Zeugin, von der Zeugin Besitz zu ergreifen. Vielleicht erfahren wir da was. So, wir können sie beeinflussen. Dann tun wir das doch mal. Glockenmörder, Mordwaffen. Was könnte sie dazu bringen, mir zu erzählen, was sie gesehen hat? Der Glockenmörder nicht. Die Mordwaffe? Weiß nicht. Machen wir mal die Mordwaffe. Der Mörder hat meine Waffe benutzt. Warum hat er nicht seine eigenen Waffen mitgebracht? Welches ist der wichtigste Hinweis? Auswählen. Das wird nicht helfen. Vielleicht kann ihre Erinnerung auf die Sprünge helfen. Vielleicht müssen wir erstmal in den Officer, um ihre Erinnerungen zu kriegen. Wir versuchen es einfach mal und springen mal in den Officer. Nö. Wir müssen doch in sie rein. Und wir müssen sie beeinflussen. Dann halt mit dem Glockenmörder. Ich kam hierher, weil ein Zeuge eine mögliche Sichtung des Glockenmörders in dieser Gegend meldet. Ja, das passt doch. Das ist der wichtigste Hinweis. Ja, hab ihn gesehen. Den Mann mit der Kapuze. Draußen. Er hat zur Wohnung im obersten Stockwerk hochgesehen, glaube ich. Er hat also vorher schon zu der Wohnung hochgesehen, bevor er überhaupt reingegangen ist. Also, wenn wir jetzt überlegen, dass der Ronin danach reingegangen ist, muss er aus irgendeinem Grund da oben gewesen sein, der nichts mit Ronin zu tun hat. Schon mal nett zu wissen. 3 von 8 Hinweisen, wir werden die Ermittlungen noch nicht abschließen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Klaas. Ja, leider müssen wir uns auch unsere Leiche ansehen. Overkill. Die Mordwaffe. Meine Ersatzwaffe. Tja, und das Liebste, seine Zigarette. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, die letzte Zigarette. So, 2 Hinweise brauchen wir noch. Mal schauen, wo wir die herkriegen. Was ist denn mit dem Officer da? Lesen wir doch mal seine Gedanken. Die Jungs werden alles tun, was sie können. Das ist echt bizarr. All diese Cops und wir kommen nicht voran. Auf jeden Fall macht er sich mal um uns Sorgen. Die Jungs werden alles tun, was sie können. Hm, hast du schon gesagt. So, was haben wir noch? Ich muss hier eine Spur finden. Ja, wir versuchen sie ja schon zu finden. Mit dem Glas. Mit den eigenen Kugeln getötet. Und damit haben wir unseren 8. Hinweis und damit können wir die Ermittlungen abschließen. Und das machen wir jetzt auch. Der Mörder kam aus einem bestimmten Grund her. Aber aus welchem? In der Wohnung da oben müssen Hinweise sein. Davon gehe ich aus. Mein Weg hinein und er ist verschlossen. Fantastisch. Das ist meine Chance. Ich muss nur Stuart ins Gebäude folgen. Genau, und was im Gebäude passiert und wie es weitergeht, das, liebe Freunde, das erfahren wir in der nächsten Folge von Murdered
Soul Suspect. Macht mir riesen Spaß. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch macht es genauso Spaß. Schreibt es in die Kommentare. Helft mir mit bei den Ermittlungen und lasst es uns zu einer richtig schönen Geschichte werden. Bis dann. Tschüss, ciao, ciao. Euer Sonki.